Liebe Zuschauer, heute verrate ich Ihnen mal was, und zwar aus dem Leben eines Reporters. Wenn Sie Menschen interviewen, dann gibt es genau zwei Menschen, die Sie zu interviewen haben. Die einen, das sind die, wenn Sie die Kamera sehen, die sofort sich verstecken. Und die anderen, das sind die, oh, eine Kamera, da komme ich doch gerne her. Und ein solches Interview möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Das ist der Start einer neuen, grandiosen Serie. Wir nennen es einfach mal Interview der Woche. Und normal hat man da auch nie Zeit dazu, sowas in voller Länge zu zeigen. Aber wir tun es jetzt mit unserer ersten Ausgabe vom Interview der Woche. Viel Spaß dabei. Das Neueste aus der Region, präsentiert von Bögerl, Ihre Metzgerei im Herzen von Neumarkt. Nimmst du schon auf? Jetzt noch nicht runterbeißen. Also, kurzer Name? Der Roland wäre ich. Fish and Scale. Mein Künstlername ist Fish and Scale. Okay. Und ich würde ganz gern ins Fernsehen zu dir kommen, dort live spielen wollen. Und dann würde ich ganz gerne auch, dass du mich dann zum Rockstar machst, also deutschlandweit. Ja, das werden wir probieren. Können wir machen, machen wir danach aus. Jetzt erzähl doch mal, was das Schönste war an dieser 30-Jahre-Feier. Die 30-Jahre-Feier, muss ich sagen, ich bin ganz neu hier. Ich komme ja quasi aus Los Angeles, bin hierher gekommen. Also ich bin... Kennst ja am Akzent auch, ne? Ein bisschen. Ein bisschen, ne? Ich krieg's auch nicht ganz weg. Aber ich bin schön hier, muss ich sagen. Bin schön. Ah, schön. Ach so, was war die Frage? Ja, Essen ist gut. Ja, Essen und Fish and Scale. Singer-Songwriter. www.fishandscale.com. Super, sag's nochmal, wer es nicht aufgeschrieben hat. Deswegen gefällt ihr. Der gefällt mir eben. Der ist der Beste heute. Aber warte mal, ich kann. Warte mal. Oh. Ich liebe solche Live-Interviews. Da kommt immer irgendwas Witziges zustande. Ah. Der Mann von Welt hat, und dreh's um, weil dann kann man ja den QR-Code reinhalten. Und jetzt bitte mal kurz auf Stopp, liebe Zuschauer, holen Sie Ihr Handy raus und scannen Sie den QR-Code ein. Ja. Der glaubt jetzt nicht, dass ich sende, aber wenn ich Zeit habe, mache ich's. Ich nehme den mit. Ne? Danke.